Hier wird schon wieder fleißig rumgeballert und hier sogar ein Schuss in unsere Richtung geflogen. Na, jetzt hört's aber auf und damit hallo allerseits und willkommen zurück bei Far Cry 4. Geholfen, jetzt krieg mal Geld, jetzt krieg mal Geld. Yeah. Karma-Punkte. Hey, hey, ich muss dir was sagen. Danke. Ich danke dir tausendmal. So wenig? Okay. Ach, das war von dem Typen noch. Aufsätze, Behandlungsposten um 25% reduziert. Ich finde dieses sinnlose Rumgeballer sinnlos. Nach wie vor. Dosen rumliegen. Chloe war hier drin. Ravi Rayana. Okay, Leute, ihr wisst, was ich über Pagan means Administration denke. Und wir wissen alle, was ich mit dem Begriff meine. Die Umerziehungslager, die Zwangsarbeit, die Brutalität der Royal Army und vieles mehr. Doch für Auszählungen haben wir keine Zeit. Lasst uns also über die wahren Verbrechen von Pagan means sprechen. Ich meine seine Verbrechen der Mode gegenüber. Sag mal, Pagan, bist du schwul? Was ist das für eine Frisur? Was sind das für Anzüge? Und diese Schuhe? Ich weiß nicht, du sollst ein diabolischer Anführer mit grenzenlosem Reichtum sein und siehst aus, als würdest du beim Ausverkauf vom Faschingsverein shoppen. Alles klar? Nichts passt zusammen, nichts funktioniert. Hier mal eine Empfehlung von mir für dich, okay? Übergieß einfach alles, was du trägst, mit Benzin und verbrenn den ganzen Mist. Vorzugsweise, während du es noch trägst. Lass mich wissen, ob das für dich okay ist, mein Freund. Und jetzt weiter mit Musik. Ravi Rayana steht ganz oben auf der Freundesliste von Pagan Min. Oh, Blutdiamanten? Beutekiste. Glockenturm. Longinus da unten. Wir müssen hier runter und dann rechts uns halten. Die Dosen bewegen sich so. Wie die Säcke in den Booten bei Far Cry in Far Cry 3. Vorsicht, Tiere. Ihr hört Ravi Rayana für der schon wieder. Okay, kennt ihr diese alten K.I.O.-Min? Man erzählt sich, dass Yuma, Pagans rechte Hand, jetzt für ihn verantwortlich ist, nachdem K.I.O. bankrott gegangen ist. Lasst euch das mal auf der Zunge zergehen. Eine frühere Triadenschlampe aus Hongkong ist für die größte Bergbaufirma in Kürat verantwortlich. Die Arbeitsbedingungen sollen ziemlich furchtbar sein. Ich meine echt schlimm, Leute, wirklich schlimm. Die Kinder, die in Shirtfabriken in China schuften. Ihr habt echt Besseres verdient. Aber was soll man machen? Sollen die Arbeiter sagen, oh, Entschuldigung, Madame, aber mein Helm entspricht nicht den Sicherheitsstandards. Entschuldigung, grausame Frau mit der Knarre an meinem Kopf, aber dieser Pressluftfahrer entspricht nicht den Vorschriften. Ja, viel Glück dabei. Oh Mann. So, hier oben gibt's Ärger, deswegen habe ich hier mal kurz Zeit gemacht, damit wir hier weiter lauschen können. Das sieht nach Longinus aus. Ich wollte hier einfach bloß hin, weil es hier Ärger gibt. Okay. Hallo Longinus. Lang nicht mehr gesehen. Ich bin Longinus. Und du? Du bist Edgy. Willkommen in meiner Kirche, abseits der Kirche. Die werden verkauft? Natürlich. Die Sanftmütigen werden das Erdreich besitzen. Sie brauchen nur ein paar gute Waffen. Offenbarung 5.5. Ein sehr inspirierender Text. Und einer von den Ältesten spricht zu mir, weine nicht. Siehe, es hat überwunden der Löwe vom Geschlecht Juda die Wurzel Davids aufzutun, das Buch und seine sieben Siegel. Unser Erlöser und unser Erlöser kehrt zu uns zurück als Löwe, als ein Krieger. Also, da sagte ich zu mir selbst, würde Gottes Sohn wiedergeboren, welche Waffe würde er wählen?
Was? Wenn Christus zurückkehrt, um die sieben Sieger zu brechen und die Entschuldigung zu bringen, kehrt er als Löwe zurück, oder? Ein Löwe braucht Zähne. Welche Waffe würde Jesus wählen? Das MG42. Deuteronomium 32,47? Das ist kein leeres Wort für euch, sondern euer Leben. Oder... Ich nehme auch eine Scar Age. Sprüche 19,11. Ein vernünftiger Mensch kann seine Gefühle beherrschen. Ich habe keine Ahnung. Ein Soldat weiß es. Ein Soldat weiß es immer. Denn wir haben die Entrückung gesehen und überlebten sie. Man braucht Waffen, um Gutes zu tun, AJ. Denn jede Waffe ist eine Bibel. Und jeder Schuss ist eine Predigt. Und für jeden Funkturm, den du befreist vom Pagans Lügen, gebe ich dir etwas. Zur Belohnung. Das ist Gottes Wille. Hier. Das ist für den Ersten. Sehr süß. Apollo wird angegriffen. Wir brauchen Krieger hier. Sabah, sofort. Was ist passiert? Sie werden angegriffen. Bleibt weg. Scheiße. Und er sprach zu ihnen, gehet hinaus in die ganze Welt. Und verkündet das Evangelium der gesamten Schöpfung. Mit Far Cry 3 haben sie angefangen, besondere Charaktere zu erschaffen, aber ja. Davon kommen sie nicht mehr ab. Eine Kiste. So die Zeit muss sein. Der Feind ist ein Banner pur. Und zackig. Damals erinnern, AJ. Deine Mutter und ich mit dir auf ihren Hüften. Ach, was waren das für Zeiten. Sie war nie glücklicher als damals und von mir kann ich wohl dasselbe sagen. Wir hatten viele Pläne, nicht nur für unsere Familie, sondern für Kyrat. Ich war nicht immer so. Mir fehlt diese Zeit aber. Hm? Es ist zu spät. Ich habe es versucht, wirklich versucht. Dieses Land ruiniert dich. Lass dich nicht von ihnen runterziehen, AJ. Deshalb hat die Schwari dich nicht hierher zurückgeschickt. Ja. Ne, hier noch nicht. Scheiße, wir fahren gerade zu weit runter, oder? Na wobei, nee, wir sind richtig im Tal, da waren wir auch. Ja, das ist richtig. Hier sind wir ja schon ein paar Mal runtergefahren. Ja, hier, Honigdachs. So, und jetzt? Moment. Hier lang. Oder? Ich meine, ja. Und dann links halten. Hier... noch nicht? Oh. Hier. Ah! Was? Na, welche Seite denn? Nein, die Aim ist weg. Nein, doch nicht. Doch. Schwere MG. Was? Verdammt, bleib in Deckung und rette, wen du retten kannst. Ich bin in der Nähe und bringe gleich Hilfe. Warum hatten sie das abgebaut? Ich hab den Helikopter. Wir haben den hohen Grund. Na, welche Taste ist das denn jetzt? Okay. Schmeiß was. Schmeiß Flieger.
Munitionskiste, okay. Sieht's aus. Dort von oben wird's gut. Na, Feuer heißt. Ah. Jetzt verbrennt er doch eigentlich. Dieser Drecksack, nicht zu finden. Oh oh. Ui! Warte, warte! Worauf denn? Aus. Ist da noch jemand drin? Feind ist hier. Ja, ist Feuer. Ich sehe Soldaten auf dem Weg zur Gemeinschaftsbunker. Da ist Badra untergebracht. AJ, hol sie da raus. Wo ist denn das? Hier drin. Nee. Gemeinschaftsbunker, wo ist das? Stand da gerade Göffel? Gabellöffel. Na, hier brennt's doch schon, hör auf. Wo ist Badra denn? Aufgetrampelt. Jetzt bloß nicht ins Feuer stecken. Das war sehr sicher, AJ. Ich bin okay. Die Menschen müssen sie sehen, das beruhigt sie. Sie ist nur ein Kind, Zabal, und sie ist verängstigt. Ich bringe sie heim und dann kümmern wir uns um das Volk, okay? Danke. Alles wird gut. Das ist also der Preis für AJs Rettung. Wir attackieren Pauls Haus, er schlachtet ein ganzes Dorf ab. Das ist nicht AJs Schuld, sondern meine. Aber das spielt jetzt keine Rolle. Sie haben den Außenposten und sie haben Geiseln. Gut, erst den Außenposten. Ohne ihn können wir nichts machen. Komm.
haben Menschen gelebt. Leben wurden heute zerstört. Häuser kann man reparieren, aber die verlorenen Leben können wir nicht ersetzen. Jetzt nicht wieder blöd rumballern. Was lädst du nach? Deine E-Gitarre? Deine Luftgitarre? Bruder, wir müssen reden. Sabal, was gibt es? Ich werde in Banapur gebraucht. Amita konzentriert sich auf den Außenposten. Also musst du den Geiseln helfen. Ich weiß, es ist viel verlangt. Aber sie müssen gerettet werden, bevor wir den Außenposten zurückerobern. Aber Amita sagte... Der Außenposten ist wichtig. Aber das Leben der Geiseln sollte höchste Priorität haben. Das Volk von Kyrat ist auf den Schutz des Goldenen Pfades angewiesen. Wir dürfen sie nicht im Stich lassen. Rette die Geiseln, Bruder. Ja, die Geiseln, die finde ich gerade auch wichtiger. So an sich finde ich Amitas Ansicht bis hierhin besser mit. Dass die Badra ist halt ein Kind und was sie da hineingesteckt wird in die Rolle, das passt doch nicht. Schön, dass sie jetzt auch wieder aussieht, abgesehen vom Niedergebrannten. Die Musik ist aber auch gerade schön. Können wir bitte das Missionsziel wegmachen? Das da. Dankeschön. Das kann nicht das Ende von Banapur sein. Das kann nicht sein. Wird es auch nicht. Wir bauen es wieder auf. So leicht die Musik. Pagan uns nicht. Pagan bezahlen. Ich schwöre es. Jetzt ist die Musik leider auch weg. Die Stimme kommt mir gerade sehr bekannt vor. Kannst du bitte nochmal was sagen? Wieso ist sie so groß? Edge, wie klein bist du denn? Die geht ja hier gerade mal bis zum Hals. Schade, dass die Musik schon aufgehört hat. Ich wollte noch etwas durch die Gassen streichen. Tja, heute wird nicht gestrickt. Heute waren die Waffen wichtiger. Das stärkt nur unsere Entschlossenheit. Der Goldene Pfad wird immer weiter kämpfen, solange Pagan an der Macht ist. Die Munitionskiste ist jetzt weg. Nichts Neues. Seht, was Pagan Min getan hat. Oder war die Munitionskiste hier? Nee. Hier ist definitiv keine mehr. Apropos Munition. Moment, das war doch... Wo war der Waffenladen? Hereinweht. Fühl dich wie zu Hause, mein Lieber. Die sagt nichts zum Angriff. Die Skorpion, die haben wir bekommen. Erstmal Zeug verkaufen. Kaufen und anpassen. 70%, das behalten wir noch, das Ding. Und... Oh, die 19.11 haben wir leider noch nicht. Du wieder für die da.
will ich das? Ich probiere es mal aus. Was ich gerne machen würde, ich würde gerne den Feuermodus umstellen. Ja, wenn es die 19F gibt, dann schnappe ich mir die. Und irgendwann wird sowieso der Granatwerfer. Angesichts des Krieges hast du Glück, dass du noch Sachen kaufen und verkaufen kannst. Mach's gut. Tschüss. Das ist mein Zuhause. Wundert mich. Warum haben wir jetzt noch was aufgesammelt? Hä? Wir haben doch gerade eingekauft. Wundert mich, dass hier so viele Maiskolben rumliegen. Bei den ganzen Äffchen hätte ich eher an Affenstecks gedacht. Ist die Karre mit dem, ja, Sprung in der Schüssel. Oh, oh, oh. Ups. Ist er wieder Radiowechsel? Nö. Wie es hier aussieht. Wo müssen wir denn eigentlich lang? Rund, also rechts, rechts, links, links, links. Und links halten. Eins, zwei, zweimal rechts und dann dreimal links. Eins. Zwei. Jetzt dreimal links. Ist der Händler wieder hier? Nö. Da war ein Schatten eines Adlers auf dem Boden. Die Handbewegung von AJ. Und das Lenkrad auch Kabelbinder einfach abbekommen hat. Töte die Wache und rette mindestens zwei Geiseln. Alle Geiseln gerettet. Liegt das wohl in mir? Killerbienen. Ich sag nur Bienenschwarm. Oh, 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 oh. Oh, das war schweineknapp. Wie war das mit Plündern? Erster Außenposten in Far Cry 3? Auf einmal war das Auto an. Nein, ich werde definitiv keinen markieren, weil das deaktiviert ist. Aber ich gucke, wenn ich es brauche. Ich guck, wenn ich will, durch das Kamerachen. Ich brauch den hohen Grund. Sind wir zwar schwerer zu erkennen, wir machen aber auch Lärm.
Hier sind drei, einer im Haus und zwei davor. Da wird einer geschlagen, die Geisel wird geschlagen. Typ, geh hier hin. Ich glaube, er hat's nicht gehört. Jetzt hat er ein Messer gezogen. Komisch, war das dem Stein gewidmet? Ich glaube nicht. Die ganze Zeit da stehen muss. Ist da draußen jemand? Ein Kondom und 296 Kuratis. Der kaputte Funkturm wieder. Glockenturm, Entschuldigung. Oh. Das ist jetzt hoffentlich nicht runtergepurzelt. Ne, da ist er. Das Problem ist, wenn wir die jetzt schon befreien, dann laufen die ja wild herum und dann ist das ja ein Alarmsignal. Deswegen bringen wir erstmal alle bösen Buben um. Wir noch Munition aufnehmen können. Leider geht der jetzt dahin. Mist. Wenn wir jetzt hier runtergehen, dann sieht das ja der Typ, der hier drin hockt. Scheiße. Scheiße, eine Geisel ist schon tot. Kacke. Der Typ hier in seinem scheiß... Na, Haus kann man das nicht nennen. Unter seinem scheiß Vordach, das nervt. Der nervt. Kriegt man den am besten weg? Ist der lässt sich auch nicht rauslocken. Wobei, ich hätte mal den davor weglocken sollen. Das habe ich ja schon irgendwie leicht geschafft. Den umbringen und dann wieder einen Stein werfen. Dann müsste er auf den Stein anspringen, weil er der Letzte ist, der sich um den Stein kümmern könnte. Hey. Hoffentlich reißt das Seil nicht. Hoffentlich scheuert das nicht durch. Warum sind wir jetzt ganz woanders rausgekommen? Nur mal so nebenbei. Da sind wir vorhin hoch. Wir fangen trotzdem erst oben an, denn wenn wir unten jemanden wegmetzeln, dann könnten die oben das sehen. Deswegen fangen wir erstmal da an, wo die Leute auf dem hohen Grund stehen. Da hocke ich schneller laufen, das wäre praktisch. Von der Seite gefällt mir das gar nicht. Viel zu wenig Deckung. Das macht Lärm. Genau wie davor. Pager.
Das hat der Typ unter dem Vordach bemerkt, aber der wird da nicht rausgehen, schätze ich. Der wird da nicht weggehen. Doch, der geht dahin. Sehr praktisch. Sehr praktisch. Wer ist da? Mach Meldung! Jetzt gerne Meldung kannst du haben. Naja, Kopf bewegt sich gerade zu wild, das mache ich nicht. Zwei Geiseln, damit hätten wir schon das Ziel erreicht, aber wir wollen mehr. Ein Wurfmesser hat er dabei. Ein Göffel, ja. Ein Löffel mit Spitzen. Mit Zacken, besser gesagt. Oh. Die da jetzt aber auch nicht weggeht, die Geisel. Das Blöde ist, ist er alleine? Er steht ziemlich blöd, er steht sehr frei. Ich glaube, ich knall ihn ab. Töten mich, wenn ich nochmal Hilfe rufe. Die töten mich, wenn ich nochmal Hilfe rufe. Vielleicht gibt es aber nicht mehr viele, die dich töten könnten. War da nicht noch einer in der Hocke irgendwie? Hier höre ich die Killerbienen. Hier liegen aber viele Stoffe. Oh, ich habe die Geisel umgebracht, scheiße. Das war der letzte. Die Geiseln sind sicher, Sabah. Du machst deinem Vater alle Ehre, AJ. Naja. Ja, das war seine Absicht. Deshalb gründete er den Goldenen Pfad, um seinem Volk zu helfen. Hey, Scheiße. Ich bin nicht wegen meinem Vater hier oder wegen dem Kram. Wir könnten trotzdem Hilfe brauchen. Wegen des Krams. Was du bisher schon erreicht hast. Ich weiß, ich verlange sehr viel von dir. Aber wenn du dem Goldenen Pfad hilfst, bringe ich dich nach Lakshmana. Das verspreche ich dir. Wir finden es gemeinsam. Danke, Sabah. Ist ja unglaublich. Das Scheiße. Hab ich die Geisel umgebracht. AJ, hier ist Amita. Ich weiß, dass Sabal dich beauftragt hat, die Geiseln zu retten, statt den Außenposten einzunehmen. Das ist okay. Du bist neu hier und Sabal kann sehr überzeugend sein. Ich wollte nur meinen Beitrag leisten. Und das weiß ich zu schätzen. Aber du musst das große Ganze sehen. Ich hatte den Angriff auf den Außenposten schon vorbereitet. Aber jetzt muss ich meine Männer anders einsetzen, damit sie die befreiten Geiseln beschützen. Wovor denn beschützen? De Pleur. Er verliert nicht gern sein Spielzeug. Siehst du es nicht, AJ? Es gab einen Plan und du hast ihn über den Haufen geworfen. Es wird dauern, bis die Sache mit De Pleur geregelt ist. Bis dahin haben die Soldaten im Außenposten viel Zeit, sich einzugraben. Nicht, wenn ich helfen kann. AJ, einen Außenposten allein anzugreifen wäre Selbstmord. Dass ich Unterstützung schicke. Ich kann das schaffen, Amita. AJ, tut nicht. Oh, doch. AJ, tu's nicht. Ja, gut. Sie hat mit ihrem Plan und mit der Ressourcenverteilung nicht unrecht, aber wer weiß, was die mit den Geiseln gemacht hätten, wenn wir uns erst 3 Tage später drum gekümmert hätten. Womöglich wären die Geiseln gar nicht mehr, sondern schon in irgendeinem Hochsicherheitsgebäude. Und am Ende gehen Menschen ihr Leben vor. Klar, jetzt müssen wieder Leute für das verloren gegangene Spielzeug abgestellt werden, aber na gut, im Außenposten sind auch Geiseln. Das wird schwierig. Psst, ruhig, wenn ich rede. Ja? Alles gut. Ich wollte nur sehen, ob du mir zuhörst. Bean. Bean Charm. Außenposten platt machen. Gibt's hier noch Sachen zu mitnehmen? Ha. Nährzeug.
Oh, die bimmeln ja gar nicht. Das muss doch nicht sein. Mein Kyra, was war das? Bienen. Geh nicht zu den Bienen. Hilfe! Scheiße, ey. Aha. Aber ein dickes Tier. So ein Tapir. Dem tun wir nicht weh. Das heller wird, wenn wir drauf gucken. Wenn wir es anvisieren. Habe ich wieder einen Honigdachs. Wie ruhig das hier gerade ist. Ein Karma-Ereignis. Da ist der Außenposten. So, wie ist denn eigentlich der Glockenturm? Gut, der war missionsbedingt. Muss ich jetzt vielleicht nicht aufschreiben. Wobei... Das Blöde ist, das Zentrieren geht nur auf die aktuelle Position. Ist das jetzt die Bildschirmmitte? Macht schon viel aus. Geräusch. Zu unserer Rechten, wir müssen eh runter am Funkturm vorbei, dann schreibe ich mir vielleicht nochmal die Position auf. Ein Adler. Greift ein Tier an? Nee, doch nicht. Jetzt fliegt es gegen die Wand. Ist es tot? Ja. Wo ist denn hier ein Karma-Ereignis? Ist schon weg, weil wir uns nicht beeilt haben? Scheint so. Ich bin wieder Hunde. Ich gucke jetzt nicht nach den Fähigkeitspunkten. Wir brauchen eh mindestens 4. Bestenfalls 6. Brücke, Brücke, Brücke. Oh, wir werden angegriffen. Ich will da nochmal kurz hoch, ich brauche die Koordinaten. Der ist ziemlich biestig, dieser Glockenturm, weil da kommt man bloß praktisch über einen Weg hoch. Wobei der Glockenturm war missionsbedingt, ich lasse den jetzt. Hier wird gekarmert. Lila Blümchen, 2 Granaten. Ah, das überleben wir nicht. Scheiße. Noch nicht stark genug. Tod von oben konnte ich auch nicht machen. Das war mir schon vorher klar. Was ist das gewesen? Das war gerade ein Fliegennetz, oder? Toll. Zurückgesetzt. Kein Fahrzeug mehr. Da ist das nächste Karma-Ereignis. Wenn wir mal C4 in die Mitte haben. Nein, nicht in die Mitte. Das war dann ja auch Granate. Na. Klingt schon Schallgedämpft ziemlich cool. Die 1911, wenn wir sie haben sollten, die wird auf jeden Fall nicht Schallgedämpft. Die klingt viel zu gut. Latex-Handschuh. Was
So, wer ist der Geldgeber? Bist du das? Tag. Du hast mich gerettet. Im Moment kann ich. Und die anderen beiden? Die müssen uns auch noch zahlen. Das war keine Gemeinschaftszahlung. Danke. Weiter Weg. Laut Karte ist hier ein Auto. Hat uns jemand freundlicherweise eingezeichnet. Ich sehe gerade, zum Außenposten schaffen wir es gar nicht mehr. Also wir schaffen den gar nicht mehr in dieser Folge. Okay, ich bin mal gespannt, wo wir rausgeschmissen werden. Wenn ich nach dieser Folge hier das Spiel verlasse, bestimmt nicht hier beim Gleiter. Nein, wir werden es schon... schon dahin hinschaffen. Wie gemein. Ich denke, wir werden hier wieder rauskommen. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und tschüss.